Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video Lambdas angeschaut und haben gesehen, okay, damit kann man anonyme Methoden sehr, sehr kurz ausdrücken im Vergleich zu anonymen Methoden mit dem Schlüsselwort Delegate. Was wir jedoch noch nicht wissen, wo sollen wir jetzt diese anonymen Methoden eigentlich sinnvoll einsetzen? Und wir schauen uns jetzt dazu eben ein etwas größeres Beispiel an, indem wir eben sehen, wo der Einsatz von Lambdas in Kombination mit dem .NET Framework Link, das ist die Language Integrated Query, Sinn machen kann. Und dazu nehmen wir mal diesen ganzen Code hier weg, den wir vorher genutzt haben, und stattdessen diesen hier und fügen den mal hier in die Main-Funktion ein. Was wir hier sehen, ist, wir haben hier eine Liste von Mitarbeitern und in dieser Mitarbeiterliste sind eben einige drin. Und wir sehen hier eben, die haben irgendwie unterschiedliche Namen, die haben irgendwie unterschiedliche Mitarbeiterverhältnisse. Das Ganze ist irgendwie ungeordnet und die haben natürlich auch ein aktuelles Gehalt. Was ich jetzt eben haben möchte, ist, dass ich diese Liste nach folgenden Kriterien umforme. Und zwar möchte ich eben haben, dass zunächst die Angestellten alle rausgefiltert werden. Das heißt, Punkt 1 ist sozusagen Angestellte herausfiltern. Das heißt, ich möchte nicht mehr, dass die in dieser Liste vorkommen. Oder das heißt in dieser Liste allgemein bei der Darstellung dann. Punkt 2 ist, dass ich die verbleibenden Mitarbeiter anhand ihres Mitarbeiterverhältnisses gruppieren möchte. Also gruppieren nach Management und Teamleiter in unserem Fall jetzt. Und dann möchte ich innerhalb dieser Gruppen sagen können, dass eben innerhalb einer Gruppe sollen die jeweiligen Mitarbeiter absteigend nach Gehalt aufgelistet werden. Das heißt, innerhalb einer Gruppe sortieren nach Gehalt. Das sind die drei Sachen, die ich machen möchte. Und ich werde das einmal eben konventionell mit dem Einsatz von einem Collection-Typ lösen, dem Dictionary, und eben prozeduralen Code schreiben, um an diese Stelle hinzukommen. Und einmal werde ich es mit Link machen, was eben deutlich kürzer ist. Und dann sehen wir eben hier die Vorteile konkret, wo wir uns Code, der etwas länger ist und nicht so leicht verständlich ist, sparen können und sehen dann auch mal, wie in diesem Code mit Link eben Lambdas sinnvoll eingesetzt werden können. Okay, dann fangen wir doch mal an mit der ganzen Sache. Ich schreibe dazu eine neue Klasse, die das machen soll. Das nenne ich eben Mitarbeiteraufschlüsselung. Und diese Klasse hat eben eine Methode Schlüssele Management und Teamleitung auf. Und wir bekommen hier eben eine Referenz auf eine Liste, die wir eben über das Interface iReadOnlyList ansprechen, weil wir diese Liste selber nicht verändern wollen. Wir wollen sie bloß innerhalb einer anderen Liste transformieren. Und dann brauchen wir sozusagen auch nicht wirklich iList of T oder direkt List of T. Ne? Wir programmieren bloß gegen das Interface, das wir wirklich brauchen, damit unser Aufrufer beliebige Objekte, die dieses Interface implementieren, hier uns übergeben kann. Ja, das erste, was ich mache, ist natürlich, ich check erstmal, ist das Ding hier null, der übliche Guard-Clause.
Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich mir jetzt überlegen, wie könnte ich denn diese Mitarbeiter raussortieren, die Angestellte sind. Und ich werde das so machen, dass ich eben erstmal durch diese Mitarbeiterliste durchlaufe. Und ich würde hier eine bestimmte Zuordnung machen, nämlich dass ich hier eben sage, Arberg Jasper beispielsweise, oder Jasper Arberg, so ist sein richtiger Name, der ist eben im Management, der kommt in die Gruppe Management. Dann haben wir hier eben Michael Pfeiffer, ist auch Management, kommt in die Gruppe Management. Dann haben wir hier eben Carol Phillips, die ist Teamleiterin, die kommt eben in die Gruppe Teamleiter. Und wenn ich auf Angestellte treffe, dann mache ich eben keine weitere Verarbeitung. Das heißt, ich würde diese For-Each-Schleife hier sofort wieder von neuem starten mit dem nächsten Mitarbeiter. Also das Erste, um eben hier weiterzumachen, ist, ich mache es erstmal ohne Kommentare. Ich mache aber gleich noch was anderes, damit es ein bisschen besser lesbar ist. So, weil das werden wir jetzt ziemlich oft brauchen. Ich gehe hier auf das Mitarbeiterverhältnis und gucke, ist das ein Angestellter? Wenn das der Fall ist, dann mache ich sofort Continue. Das heißt, ich mache keine weitere Transformation mit diesem Mitarbeiter. So, wenn ich aber jetzt sehe, hoppla, das ist kein Angestellter, dann lande ich sozusagen hier unten hinter diesem Continue. Und wir können dann eben hier uns überlegen, wie wir jetzt diese Gruppierung erreichen. Also was wir eigentlich brauchen, das möchte ich nochmal kurz hier skizzieren. Wir haben eigentlich eine, Entschuldigung, so muss ich es machen. Wir haben eigentlich hier eben diese besagte Liste an Mitarbeitern. Und dieses Ding möchten wir eigentlich transformieren zu eben jetzt zwei Gruppen. Das ist hier eben Management. Und hier unten haben wir in etwa so die Teamleiter. So, und das sind sozusagen unsere Gruppen. Wir haben jetzt also nicht nur eine Liste, sondern irgendwie zwei. Und hinter, oder besser gesagt, haben wir zwei Gruppen, in denen erstmal bloß dieser String drin steht. Und hinter dieser jeweiligen Gruppe steckt eben nochmals eine Liste, die eben auf die Gruppe verweist sozusagen. Und hier haben wir dann wirklich die Manager 1, Manager 2 und so weiter hier aufgelistet, aber eben nochmal sortiert nach ihrem jeweiligen Gehalt, absteigenderweise. Und genauso haben wir hier unten eben nochmal eine Liste, wo hier eben der Teamleiter 1 drin steht mit dem höchsten Gehalt, Teamleiter 2 mit dem zweithöchsten, Teamleiter 3 mit dem dritthöchsten und so weiter. Und diese Gruppe referenziert eben so etwas. Ja, also von dieser ursprünglichen unsortierten Darstellung möchten wir jetzt eben hier hin, zu diesem rechten Teil. Und was man hier einsetzen kann als Entwickler, um das hier zu kapseln und so darzustellen, ist eben ein Dictionary of String und eben noch einer List of Mitarbeiter. So. Denn wir haben ja schon gehört, dass eben ein Dictionary für Mapping genutzt werden kann. Das heißt, in unserem Beispiel wäre eben der Schlüssel für das Mapping, eben ist jemand im Management oder als Teamleiter tätig. Und dieser Schlüssel mappt auf wiederum eine eigene Liste. Ja, das ist dieser zweite generische Parameter, den wir hier aufgelöst haben. List of Mitarbeiter haben wir hier wieder. Ne? In dieser Liste sind dann eben bloß Management-Leute, aber sortiert. Und in dieser Liste hier unten sind bloß
Teamleiter, aber sortiert nach Gehalt und zwar absteigend. Und das können wir eben mit einem Dictionary super machen und genau das werden wir jetzt auch umsetzen. Das heißt, ich nenne dieses Dictionary Management und Teamleitung und das ist eben ein Dictionary, wie schon eben gesagt. Da nutze ich String als Key und eine Liste von Mitarbeitern, die eben jeweils zu einer Kategorie, zu einer Gruppe gehört. So, und das, was ich jetzt eigentlich mache, ist, dass ich eben dieses Dictionary anspreche über den Syntax hier. Wir sehen jetzt hier in diesem Fall eben, dass wir einen String Key haben. Das ist eben der Schlüssel, von dem ich gerade gesprochen habe. Und mit diesem Schlüssel können wir eben auf einen bestimmten Wert im Dictionary, also die rechte Seite, die Liste, die wir hier haben möchten, sieht man auch hier, wenn ich den String für den, als Schlüssel angebe, bekomme ich hier eben eine Liste von Mitarbeitern. Genau das werde ich jetzt hier eben einsetzen, um das zu bekommen. Also ich sage hier einfach, das Mitarbeiterverhältnis ist mein Schlüssel. Und ich möchte hier eben dann sagen, .add. Also ich bin jetzt hier sozusagen auf Ebene der Liste, auf die dieser Schlüssel verwiesen hat. Und hier füge ich dann eben einfach diesen Mitarbeiter mit ein. Was ich vorher jedoch noch machen muss, ist, ich muss überprüfen, ob diese Liste, die ich hier anspreche, überhaupt schon initialisiert ist. Wir initialisieren hier zwar standardmäßig ein Dictionary, aber wenn ich etwas einfüge in ein Dictionary, also ein sozusagen ein, man nennt es ein Key-Value-Pair, dann muss ich auch sicher gehen, dass der Value, den ich hier eben einsetze, auch initialisiert ist. Und das ist eben die Liste, von der ich gerade gesprochen habe. Das heißt, ich überprüfe hier vorher, ob dieses Mitarbeiterverhältnis als Schlüssel schon enthalten ist. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss ich die dazugehörige Liste erst initialisieren. So. Ansonsten, wenn ich diese Zeile hier nicht ausführen würde, ganz wichtig, dann würde ich hier bei diesem Punkt Add Zugriff, den wir hier unten sehen, eine Null Reference Exception bekommen. Ja? Wir haben hier mit diesem Ausdruck zwar das Dictionary initialisiert, aber diese Liste, die wir hier intern noch als Value für jeden Key haben, das war etwas schlecht, so, hier sieht man es besser, diese Listen sind jeweils noch null, wenn wir einen neuen Key-Value-Pair einfügen. Deswegen muss ich hier eben im Schritt vorher das initialisieren. Oder zumindest überprüfen, ob diese Liste schon existiert. Okay, damit haben wir gruppiert und gefiltert in einem Schritt. Das hier ist sozusagen die Filterung, oder eigentlich hier diese If-Abfrage. Wenn nämlich der Mitarbeiter ein Angestellter ist, kommt er nicht in dieses Dictionary. Und hier habe ich eben gruppiert. Das ist eben, falls es die Gruppe noch nicht gibt, dann erstelle ich für diese Gruppe eine neue Liste und füge dann eben über das Mitarbeiterverhältnis diesen Mitarbeiter hier ein. So, und was ich jetzt noch machen muss, ist natürlich sortieren. Also, ich renne jetzt durch alle Listen durch, die mir dieses Dictionary enthält. Nicht durch die Keys, sondern wirklich durch diese Listen hier hinten. Und sage einfach Liste.sort. Und hier muss ich jetzt eben mir überlegen, wie können denn eigentlich Mitarbeiter sortiert werden? Und dazu schauen wir uns diese Klasse nochmal direkt an.
Wir sehen hier, okay, ein Mitarbeiter hat irgendwie einen Name und Mitarbeiterverhältnis, aktuelles Gehalt und eine ID. Aber das Problem ist hier, in dieser Klasse wird überhaupt nicht beschrieben, wie soll man die denn sortieren? Eine Möglichkeit ist es, dass wir hier iComparable implementieren würden. Dieses Interface und sagen, okay, dieses iComparable Interface sagt sozusagen aus, die Klasse weiß, wie zwei Mitarbeiter zueinander im Verhältnis stehen. Das möchte ich hier aber nicht machen, weil wer sagt denn, dass wir immer nach dem Gehalt eben sortieren möchten? Oder nicht nach Name beispielsweise aufstellen. Ja. Oder nach ID. Ist ja alles möglich. Und deswegen werde ich das hier nicht machen. Wir schauen uns aber nochmal die Überladungen, die uns eben hier, diese Methode bietet an. Wir können eben hier einen eigenständigen Comparer, das ist dieses iComparer-Interface, mit angeben in der einen Überladung. Und wir können auch einen Comparison-Mitarbeiter mit angeben. Und das schauen wir uns nochmal genauer an. Was ist denn ein Comparison of Mitarbeiter? Wir sehen hier, das ist ein Delegate. Das ist ja interessant. Und wir sehen hier eben, wir müssen ein in zurückgeben und kriegen hier eben zwei Mitarbeiterobjekte rein, wenn wir diesen Generic nach Mitarbeiter auflösen. Und dann schauen wir uns nochmal hier den Kommentar an, den wir dazu bekommen. Und das heißt eben, dass dieser Delegate eine Methode repräsentiert, die zwei Objekte überprüft oder ob sie eben eins größer oder kleiner ist. Und wichtig ist dieser Punkt Returns. Wir müssen eben einen Integer zurückgeben, der anzeigt, wie die Value x und y relativ zueinander stehen. Wenn wir etwas kleiner als 0 bei diesem Rückgabetyp zurückgeben, dann heißt das, dass x kleiner ist als y und damit eben in der Sortierung weiter vorne steht. Wenn wir haben, dass eben 0 größer ist, dieser Rückgabewert größer ist als 0, dann heißt es eben, dass x größer ist als y und damit in der Sortierung weiter hinten stehen würde. Und wenn wir sagen, beide sind gleich, also wir würden 0 zurückgeben, dann heißt es eben, von der Sortierung her müssen sie eben hintereinander letztendlich in irgendeiner Form stehen. Und diesen Delegate werden wir jetzt einfach mal einsetzen und dazu eine neue Methode bauen. Die setze ich hier mit runter und mache sie natürlich private. Wir müssen einen Integer zurückgeben und wir können sie sogar static machen, weil wir auf keine Instanzvariablen von dieser Klasse angewiesen sind. Und wir können hier eben sagen, vergleiche Mitarbeiter. Und wir bekommen hier eben einen Mitarbeiter, erster Mitarbeiter und einen Mitarbeiter, zweiter Mitarbeiter. Und diese Methode können wir hier jetzt natürlich referenzieren über diesen Delegate. Und wir können auch den kurzen Syntax für Delegates hier natürlich nutzen. Und was eben passiert ist, dass die Liste beim Sortieren intern immer diese Methode aufruft, um zwei Mitarbeiter miteinander zu vergleichen. Und was wir jetzt hier eben machen, ist, wir überprüfen, ob der erste Mitarbeiter dessen Gehalt kleiner ist als das des zweiten Mitarbeiters.
Wir ziehen das sozusagen voneinander ab. Der Punkt ist eben, wenn dieses Gehalt eben kleiner ist als das hier, würde was Negatives rauskommen und er würde eben weiter vorne stehen in der Liste, und wir wollen ja genau umgedreht eben diese Sortierung haben, das heißt absteigend. Deswegen müssen wir hier nicht den ersten Mitarbeiter hier vorne hinsetzen, sondern den zweiten Mitarbeiter, damit wir eben diese umgedrehte Formatierung absteigend eben nach Gehalt hinbekommen. Dann gebe ich eben diesen Wert zurück und wir sehen eben, aktuelles Gehalt ist noch vom Typ Decimal. Das heißt, wir machen hier noch einen expliziten Cast, weil wir wissen, die Decimals, die hier eingesetzt werden, sind eben innerhalb der Grenzen von Integra. Keiner unserer Mitarbeiter wird mehr als 2 Milliarden verdienen pro Monat. Das wäre dann doch etwas heftig. Gut, dann haben wir das. Und wir haben jetzt sozusagen jede Liste, die in diesem Dictionary als Wert eingetragen ist, das kann man eben über Values abrufen, sortiert. Nach diesem Prinzip. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist eben diese Ergebnisse ausgeben. Also ich renne jetzt direkt durch das Dictionary durch, nicht mehr nur durch die Werte, wie ich es hier gemacht habe. Und was wir hier eben bekommen, ist ein Key-Value-Pair. Was wir hier sagen können, ist eben, dass die Gruppe gleich keyValuePair.key ist, wie ich es hier eben angegeben habe. Dieser Schlüssel ist ein String. Und wir können hier eben diese Gruppe ausgeben und machen dann eben noch eine Trennlinie und laufen dann durch die Liste, die eben hier als Wert zu diesem Key angefügt ist, mit durch. Das heißt, wir laufen dann durch Gruppe. Durch KeyValuePair.value durch diese Mitarbeiter und sagen eben, dass wir hier zwei Leerzeichen lassen, damit wir eine leichte Einrückung haben. Und dann geben wir die Sache so an. Hier den Namen und Mitarbeiter.aktuelles Gehalt. So, damit ist unsere Methode schon relativ lang. Man bekommt sie nicht mehr auf einen Bildschirm und wir haben eben hier eigentlich mehrere Schritte, die wir in einer Methode machen. Ganz naiv gesagt, wir können jetzt hier eben die einzelnen Stellen mal mit Kommentaren markieren, damit wir eben sehen, was hier überhaupt ungefähr passiert. Also wir haben beispielsweise hier gesagt, diese if-Abfrage filtert alle Angestellten. Hier überprüfen wir, ob die Liste zur Gruppe schon im Dictionary existiert. Und hier machen wir tatsächlich die Gruppierung, füge Mitarbeiter zur jeweiligen Gruppenliste hinzu. So, das hier ist im Prinzip das Sortieren. Sortieren aller Mitarbeiterlisten oder Gruppenlisten, wenn wir hier bei der vorherigen Bezeichnung sind. Und hier ist es eben das Ausgeben auf der Konsole.
Das sind mehrere Schritte, die wir jetzt eben in einer Methode machen. Eigentlich macht diese Methode zu viel, wenn wir nach guten Programmierparadigmen implementieren möchten. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so, damit man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wann wird denn tendenziell eine Methode zu lang und mein Hirn kann sie nicht mehr auf Anhieb verarbeiten. Nichtsdestotrotz, nachdem wir das jetzt hier geschrieben haben, lagere ich diese Klasse nochmal in eine eigene Datei aus. Und wir können jetzt eben diese Klasse auch mal in unserer Main-Methode einsetzen. Das heißt, wir erstellen uns eine Instanz von ihr. Und rufen jetzt eben mal diese Schlüsselmanagement- und Teamleitung-Methode auf. Und danach machen wir eben ein Readline. Okay, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Und wir sehen jetzt hier eben in diesem Beispiel, dass wir hier tatsächlich das Management haben und hier die Teamleiter. Und diese sind wirklich nach dem Gehalt entsprechend intern geordnet. Das heißt, wir haben hier eben Tony Poe, der am meisten verdient. Und hier haben wir David Barber, der bei den Teamleitern weiter am meisten verdient. Und wir sehen hier eben, dass genau das, was ich am Anfang gewünscht habe, tatsächlich von unserem Code umgesetzt wird. Wir haben jetzt eben gesehen, wir haben relativ lange dafür gebraucht, damit wir diese Lösung hier erstellen. Natürlich hängt es auch teilweise damit zusammen, dass ich erstmal vielleicht einiges noch mit erklärt habe zum Typ Dictionary und welche Schritte ich hier genau mache. Der Punkt ist, dieser ganze Code hier oben, der geht viel einfacher. Das kann man in 3 Zeilen ausdrücken. Und wie man das macht, schauen wir uns jetzt an. Was wir hier jetzt einsetzen werden, ist das sogenannte Link Framework. Also ich kann es auch mal kurz hinschreiben. Was ich hier gerade gemeint habe, ist Link. Das ist die Kurzform für Language Integrated Query. Und dieses Link-Framework besteht im Wesentlichen aus sogenannten Extension Methods, die eben im Prinzip Vorlagen sind, die For-Each-Schleifen ersetzen, in denen man eben bestimmte Collections transformiert, so wie wir das hier eben gemacht haben. Wir haben ja diese Mitarbeiterliste, die wir hier bekommen haben, auf ein Dictionary abgebildet. Und genau dazu ist eigentlich auch der Haupteinsatzzweck für Link, dass wir eben bestimmte Sachen aus Collections filtern oder projizieren oder gruppieren und so weiter. Und solche Aufgaben, die eben sehr häufig im Programmieralltag vorkommen, weil man eben diese Aufbereitung auch im User Interface häufig machen muss. Dazu ist eben Link super geeignet. Und wir schauen uns jetzt mal an. Ich nehme mal diesen Code, kommentiere ihn aus und ziehe ihn hier runter, damit wir ihn noch zum Vergleich haben. Und mit Link sieht die ganze Lösung so aus. Ich nehme die Mitarbeiterliste und frage erstmal ab, ist dieser Mitarbeiter ja kein Angestellter? Wir sehen eben hier, bei dieser Where-Abfrage habe ich hier offensichtlich schon einen Lambda eingesetzt. Denn hier haben wir das typische Schema eines Lambdas. Wir kriegen hier einen Parameter rein, kein Typ. Dann haben wir hier eben diesen Pfeil, diesen typischen goesOverToFile, der für Lambdas eben immer im Einsatz ist. Und wir haben hier eine einzige Anweisung, ohne dass wir geschweifte Klammern brauchen, Return Statement und so weiter. Sondern wir schreiben hier einfach bloß diese Bedingung, ist der Mitarbeiter kein Angestellter. So, das nächste, was ich mache, ich sortiere das. Das macht man mit Order By. Und auch hier bekommen wir eben einen Mitarbeiter rein. Das ist mein
Parameter. Und ich sage hier eben, wir möchten bitte nach aktuellem Gehalt sortieren. Und wir wollten das ja absteigend haben, deswegen muss ich hier einfach bloß Order by Descending angeben. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich dann eben noch sagen Group by, das ist die Einteilung in Gruppen. Und auch hier bekomme ich eben ein Argument von Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter nutzt dann eben das Mitarbeiterverhältnis wiederum, um das zu gruppieren. Das ganze Konzept halten wir uns eben wie gewohnt in Management und Teamleitung fest. So. Und wir sehen hier, das, was wir vorher hier alles geschrieben haben, sind jetzt diese drei Zeilen. Mehr ist es nicht. Es ist nur ein kleiner Unterschied, denn wenn wir jetzt durch dieses Management- und Teamleitung-Gruppierung laufen, dann haben wir hier im Prinzip eigentlich kein Key-Value-Pair, wie es beim Dictionary der Fall ist, sondern wir können mal auf diesen Typ hier schauen, den wir hier haben. Wir haben hier eben ein I-Grouping und wir haben wie vorher auch einen Schlüssel, im Englischen eben Key. Das ist eben für uns ein String. Und wir haben eben nicht einen sogenannten Value, wie bei einem Key-Value-Pair im Dictionary, sondern diese Gruppe ist selber eine Collection, wie wir sehen. Also sie implementiert IEnumerable und das heißt, ich kann sie mit ForEach durchlaufen. Deswegen muss ich hier unten dieses Value einfach bloß wegnehmen und ich nenne das auch nicht mehr Key-Value-Pair, sondern einfach Gruppe. Und dann brauche ich natürlich das hier nicht mehr. Und schon ist unser Code wieder sinnvoll. Ich muss hier eben Gruppe.key angeben. Das heißt, mit diesem Key drückt man quasi aus, okay, die Gruppe, die heißt so. Das gebe ich hier eben aus. Und ich kann aber diese Gruppe auch direkt mit ForEach durchlaufen, wie ich es gerade eben am Interface gezeigt habe, um auf die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe zugreifen zu können. Und das ist eben ein bisschen ein Unterschied beim GroupBy-Operator, den wir hier einsetzen, im Gegensatz zum Dictionary, was wir hier eben vorher benutzt haben. Das hier. Okay. Wir sehen, oh, das ist ja toll. Warum ist das toll? Wir haben hier eben nicht so viele Zeilen wie hier unten. Wir müssen auch nicht wirklich Kommentare hier eingeben, damit wir verstehen, was hier gemacht wird. Wir können das wirklich eigentlich fast in normaler Sprache lesen. Ich nehme nämlich die Mitarbeiterliste und filtere die, wo eben Mitarbeiter Angestellte sind. Wenn diese Überprüfung false zurückgibt, landet der Mitarbeiter eben nicht in dieser weiteren Verarbeitung. Dann haben wir hier ein Order by Descending. Das heißt, wir haben hier eben die Mitarbeiter insgesamt nach aktuellem Gehalt geordnet und im Anschluss gruppieren wir diese Mitarbeiter nach dem Mitarbeiterverhältnis. Punkt aus. Und das sind eben drei Zeilen und wir nutzen hier eben diese Link-Operatoren, um dann eben dasselbe zu erreichen wie in diesem Beispiel vorher, wo wir viel länger gebraucht haben, um das zu schreiben. Einfach weil die Codemenge hier unten auch doppelt so viel ist wie hier oben oder sogar mehr als doppelt so viel, wenn man sich die Anzahl Zeilen betrachtet. Und wir sehen hier dieses wirklich ein Statement und wir können das einfach lesen und sehen, was genau hier passiert. Dass diese Where, Order by Descending, Group by ist eben Teil von Link und wir nutzen hier eben Lambdas zur Angabe von Delegates, um direkt hier den Punkt zu machen, was soll eigentlich bei diesem Where direkt passieren.
Ich gehe aber beim nächsten Video nochmal genauer darauf ein, was denn Link genau ist. Wenn wir das jetzt ausführen, dann kommen wir offensichtlich, wie wir hier sehen, zum selben Ergebnis wie vorher. Also wir haben auch hier Management, die Namen sind in derselben Reihenfolge geordnet nach Gehalt wie vorher, wie wir hier das sehen. Und offensichtlich haben wir das gleiche Ergebnis wie vorher. Der Punkt ist eben, wie macht denn Link das eigentlich? Wir haben hier ein Objekt und wir rufen auf diesem Objekt where, order by descending und group by auf. Und wenn wir uns dieses Interface anschauen, das wir eben nutzen für dieses Objekt, dann sehen wir, dass weder auf iReadOnlyList where, group by oder sonst irgendwas definiert ist, genauso wenig auf iReadOnlyCollection, wie wir hier sehen, und iEnumerable ist eben das Interface, das wir uns auch schon sehr nah angeschaut haben, und da ist natürlich nur getEnumerator drauf. Jetzt ist die Frage, wo kommt dieses Where her? Und wir können einfach mal mit F12 draufklicken und wir sehen hier, aha, das ist aber schon komisch. Also hier ist irgendwie eine Klasse und das Zeug ist alles statisch, aber wir haben es ja gerade eben aufgerufen, als wäre es eine Instanzmethode eben auf diesem Objekt hier. Ne? Wir machen hier Objekt, Punkt und rufen dann etwas auf. Und wenn wir hier eben nochmal zurückgucken, aha, es gibt eine statische Klasse, die heißt Enumerable. Und hier sind diese ganzen statischen Methoden drin, wie zum Beispiel eben hier unten where, was wir eingesetzt haben. Oder eben group by hatten wir noch im Einsatz und order by. Genau, hier ist order by in seinen verschiedenen Überladungen. Und Group By ist natürlich auch mit hier drin, wie wir hier sehen, in mehreren Überladungen. Und was es genau mit diesen Methoden auf sich hat, wie sie funktionieren, das schauen wir uns im nächsten Video an. Das wird auch etwas härter vom Schwierigkeitsgrad, weil wir uns eben dann in den Internas von Link bewegen. Ich wollte eigentlich bloß zeigen, diese Link-Methoden kann man auf allen Collections anwenden. Warum, sage ich am Anfang des nächsten Videos. Das heißt, wenn Sie Transformationen machen müssen, wenn Sie eben sortieren müssen, wenn Sie bestimmte Werte aus Objekten innerhalb einer Collection rausholen müssen, das nennt man Projektionen im Allgemeinen, dann können Sie das mit Link machen. Wenn Sie gruppieren möchten, wenn Sie sortieren möchten, wenn Sie ein eindeutiges Set bilden wollen aus einer Collection, das heißt Duplikate rausschmeißen, können Sie Link verwenden und so weiter. Das Tolle ist auch, diese Methoden, die wir hier eingesetzt haben, die beeinflussen nicht die Original-Collection, sondern bauen jeweils eben eine neue, die man, also wenn wir diese Methoden hier auflösen, kommt eben immer eine neue Collection raus, das heißt diese Mitarbeiterliste, die wir hier oben haben, deswegen haben wir sie ja auch über iReadOnlyList angesprochen, wird nicht beeinflusst von unseren Transformationen, die wir durch Link machen. Und eines am Ende möchte ich jetzt noch sagen, wir haben hier Lambdas eingesetzt, damit wir hier sofort sehen, wie diese Mitarbeiter denn überhaupt gefiltert werden oder wie diese Mitarbeiter hier eben überhaupt sortiert werden. Wir könnten das natürlich auch anders machen. Ein Delegate kann ja zum Beispiel eine normale Methode referenzieren. Das heißt, wir könnten sagen, wir haben hier wieder eine statische Methode, die gibt eben einen Boolean zurück, filtere Mitarbeiter und wir bekommen hier eben einen Mitarbeiter rein und wir überprüfen eben Mitarbeiter.Mitarbeiterverhältnis. Ist das ungleich Mitarbeiter.Angestellter. Referenz, jetzt sind wir richtig. Und geben das einfach zurück.
genau das kann ich hier oben auch einsetzen. Wie man sieht, ist genau das gleiche, weil der Delegate, der vorher hier stand, im Prinzip, oder diese anonyme Methode, besser gesagt der Lambda, der hier stand, hat genau das gleiche gemacht wie unsere reguläre Methode, die wir hier unten eben einsetzen. Der Punkt ist wirklich, das ist nicht so gut lesbar. Wenn wir direkt hier im Code auf dieses Where-Statement kommen, dann steht hier filtere Mitarbeiter. Aha, okay. Das heißt, wir müssen jetzt im Gehirn einen Kontext-Switch machen und zu dieser Methode gehen und dran denken, okay, hier wird ein Angestellter rausgefiltert. Gut. Und genauso könnten wir das hier bei Order by Descending machen. Das heißt, wir hätten wieder eine kleine Methode, die wir irgendwie hier in unsere Klasse mit einfügen, wo dann eben nach aktuellem Gehalt das zurückgegeben wird. Und genauso hier unten hätten wir wieder eine kleine Methode, genauso wie die hier unten jeweils, die eben ansagt, okay, wir möchten nach diesem Mitarbeiterverhältnis gruppieren. Der Punkt ist, das ist nicht so gut lesbar, wie wenn ich hier eben diesen Delegate einsetze, der eine anonyme Methode referenziert. Warum? Weil eben diese Punkte hier genau an einer Stelle stehen. Und wir können diese Methoden hier unten, die ich vorher auch noch hatte, um die eigentliche Sortierung mit list.sort durchzuführen, die können wir auch wegnehmen, die brauchen wir auch nicht mehr. Der Punkt ist, setzen Sie dann Lambdas ein oder anonyme Methoden, wenn Sie eh bloß eine Methode schreiben würden, die sehr, sehr kurz ist und eigentlich besser aufgehoben ist an dem Ort, wo sie über ein Delegate hier direkt eingesetzt werden kann. Entschuldigung, ich nehme mal hier noch den Solution Explorer weg, damit wir das hier besser in der Übersicht haben. Also, hier, das macht Sinn, hier einen Lambda einzusetzen, weil wir eben in diesem Fall direkt bei Where angeben können, ja, was soll denn gefiltert werden? Oder hier, ja, nach welchem Punkt soll denn eigentlich sortiert werden, absteigend? Und hier, nach welchem Punkt soll denn eigentlich gruppiert werden? Wenn wir das alles an einer Stelle haben, ist diese drei Zeilen sehr, sehr gut lesbar, die ich eben gerade markiert habe. Und das ist eben ein Beispiel dafür, wo Lambdas Sinn machen. Und wie gesagt, im nächsten Video schauen wir uns die Internas von Link an. Wie funktioniert das Ganze denn eigentlich? Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.